bei der Arbeit ist wichtig und ist auch fein, wie bei uns daheim. Die Geschwister halten alle zusammen. Wir kommen miteinander. Wenn oft etwas ist, der eine hilft den anderen, der andere. Da haben wir vieles austauschen und wir arbeiten gut und kommen einfach richtig gut aus. Und haben eine Möglichkeit, die steilen Arbeiten zu machen. Weil logisch ist viel Handarbeit und da hat man bei einem kleinen Stück oft viel Arbeit. Die Familie wird alle weit kleiner. Wir halt auch nachher überall alles so kommt, aber was möglich ist, helfen sie allen auch. Dann hat er da drin einfach ein neues Bachbett ausgegraben und da bei mir müssen auf der Wiese Futter holen. Und nachher haben wir das im Frühjahr gemessen, einfach wieder herrichten und mit dem Kind anfahren. Und wir haben Steine zusammengetan, alles mit zusammen und haben aufgefüllt. Er ist einige Mal gefahren, ist allem gut gegangen und eines Tages nach dem Mittag das erste Mal fahren, fährt er da innen, da ist ein Marzgras stand gewesen, bricht nachher da der Rosen weg und das Fahrzeug kippt um und er mit. Und er ist noch im Bach, zwischen zwei Steinen hat es ihn eingeklemmt und von dem Transporter, das Unhänger wandelt, hat ihm in den Brustkörper gedrückt. Er hat wirklich keinen Tropfen Blut verloren, gar nicht. Das war schrecklich, man hat es nicht geglaubt, dass der Mensch tot ist. Aber leider Gottes war es so. Hat die Nachbarn um Hilfe gekriegt und die Nachbarn sind gekommen. Es war wirklich keine Ding mehr. Und die haben mir die Nacht gedacht, nein. Ich und die Mutter sind noch alleine da gewesen. Die Mutter ist anima, in Jüngsten gewesen, sie ist damals 68 Jahre gewesen. Und mir hat sich die Welt bricht, es geht immer weiter. Und ich kann mich noch so gut erinnern, nach der Beerdigung haben wir so ein kleines Trauerding gehabt. Da sind wir mit zusammen angegangen von dem Ding. Und wie wir an sein, hat jetzt der Schwager, sagt man nicht, der Onkel von meinem Vater, der Bruder. Der hat gesagt, so. Und jetzt müssen sie halt schauen, dass alles weitergeht und die müssen sofort anfangen. Und das ist mein wirklicher Trost und mein Ding gewesen, die Worte, dass man es überlebt hat. Weil das war furchtbar. Auf Nacht zusperren, ein Mensch, sagst du, aussperren, das ist wirklich nicht leicht gewesen. Thank you.